Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meiner Modding-Serie. Diesmal soll es um sowas Profanes gehen wie Mod-Ordner. Wenn ihr moddet, auch wenn ihr spielt, solltet ihr für jede Map ja einen eigenen Mod-Ordner haben. Das macht das Ganze übersichtlicher, leichter und so weiter. Es gibt dabei zwei Methoden, die ohne irgendwelche Tools auskommen. Das eine sind einzelne Mods-Ordner und das andere ist einzelne Profile. Hier gehe ich jetzt mal auf die Mods-Ordner ein. Was bringt es eigentlich, eigene Mods-Ordner zu haben? Also im Spiel bringt es natürlich den Vorteil, dass man nicht so viel Ladekapazität, nicht so viel Speicher verschwendet beim Starten des Landwirtschaftssimulators, aber auch man hat eine Übersicht, welche Mods man denn wo benutzt. Und viele Modder sagen, wenn du ein Problem mit meiner Map zum Beispiel hast, dann mach denn, ne, dann hab keine anderen Maps im Ordner und nur die Mods, die du auch tatsächlich benutzt. Und natürlich immer alle Mods, die Errors machen sollten, weg sein. Aber beim Modding ist das noch viel wichtiger, denn man will ja erstmal seinen Mod, den man erstellt oder den man verändert, testen, ob alles funktioniert, ohne dass irgendwelche anderen Mods da mit reinschlagen. Deswegen zeige ich euch jetzt hier mal, wie man das mit den Mods macht. In euren Dokumenten MyGames Farming Simulator 2022 natürlich habt ihr eure Save Games, eure Screenshots, eure Einstellungen für den Farming Simulator. Die Input-Binding beinhaltet die Tastatureinstellungen. Solche Sachen sind hier drin, aber hier drin ist auch der Mods-Ordner. Und hier sind die Mods für, in diesem Fall ist es die Ostseeküste. So, ich will jetzt zwei verschiedene Maps spielen oder ich will etwas machen, wo ich mir einen Mod anpasse. Dann kann ich einfach hingehen und habe hier diesen Mods-Ordner und benenne diesen Mods-Ordner um. In diesem Fall in Mods Ostsee. Wie ihr seht, ich habe ja auch schon einen Mods Galgen. Galgen ist für Galgenberg. Hier drin habe ich die Galgenberg und die Mods, die ich auf der Galgenberg benutze. Jetzt möchte ich mir einen Mod zum Beispiel anpassen. Dann erstelle ich mir einen neuen Mods-Ordner. Der ist natürlich erstmal leer. Und jetzt sagen wir einfach mal, ich möchte mir, ja, keine Ahnung, irgendeinen Mod anpassen. Sagen wir zum Beispiel den Small Silo Mod. Der ist noch nicht mal von mir, aber den kopiere ich mir hier rein. Wenn ich jetzt den Farming Simulator starte, dann werden wir sehen, dass meine Save Games nicht mehr funktionieren. Warum nicht? Weil im Mods-Ordner die Karten nicht drin sind. Und somit habe ich auch gleich einen Index. Wenn ich jetzt diese Karte spielen will im Singleplayer, kann ich sie nicht. Kann ich denn so nicht starten? Denn wenn ich meinen Spielstand sagt mir, oh, ist nicht da. Aber ich will ja eher einen Mod ändern. Also starte ich mir irgendeinen. Nehme mir diesen Mod, den ich anpassen will. Und starte mir ein Save Game mit nur diesem Mod drin. Wie ihr feststellt, ne, das ist jetzt ein Erstellen eines Save Games, das dauert ein bisschen länger als normal. Nein, ich möchte keinen. Speichere das ab. Und jetzt kann ich hier anfangen zu testen. Im Regelfall benötigt man noch sowas wie den EDC-Mod, um das Ganze zu testen. Jetzt haben wir hier einen kleinen Mod. So. Und das ist jetzt mein Testspielstand, um diesen Mod zu verändern. Den speichere ich mir, dann beende ich den Farming Simulator. Und ich habe hier mein Save Game 3, worin ich nur diesen einen Mod habe. Jetzt kann ich diesen Mod hier verändern. Ich kann den zum Beispiel jetzt hier einfach mal extrahieren. Dann, ne, die ZIP von
davon. Die kann ich mir jetzt woanders hinschieben, die kann ich auch löschen, aber ich darf sie auf keinen Fall drin lassen. So, und hier drin kann ich mir zum Beispiel mein Silo editieren über die XML, ne, weil ich möchte zum Beispiel hier, dass hier auch noch, ja, irgendwas anderes reingeht, was aktuell nicht reingeht. Zum Beispiel Stone. Dann packe ich das natürlich in den Storage, in die Unloading Station und in die Loading Station. Ne? Also, dann kann ich es einlagern, kann ich es auslagern und kann ich es eben lagern. Was man da ändert, ist eigentlich ziemlich egal. Jetzt habe ich das hier geändert. Jetzt kommt das Wichtige. Wenn ich das jetzt starten würde, dann könnte ich da jetzt auch Stein drin einlagern. Würde ich jetzt allerdings Fehler haben wenn ich jetzt einen Fehler gemacht hätte, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier sagen wir jetzt mal, den Leerschritt vergessen. Und ich starte jetzt wieder meinen Farming Simulator. Dann würde die Lok mir Fehler zeigen. Das machen wir direkt mal praktisch. Hier habe ich meinen Testspielstand. Den starte ich einfach. Der Vorteil, dadurch, dass ich jetzt nur diesen einen Mod drin habe, werden nicht alle Mods vorgeladen und durchsucht, was es ist. Und somit startet das Ganze schneller. So, hier müsste jetzt ein Fehler in der Log sein. Oh, da ist er. Unloading Trigger has invalid fill type. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. So müsste man das sehen. Limestone, weil es gibt keinen Limestone. Das sehe ich dann natürlich nicht nur hier, sondern auch, wenn ich hier im Farming Simulator Ordner bin, in der Log-Datei. Da kann ich suchen nach, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, nach Error. Und dann dieser, ne, das nennt man Pipe, das ist neben dem Y, wenn man dazu die Alt-GR-Taste drückt. Und hier unten stelle ich auf reguläre Ausdrücke und dann kann ich sagen, alle in aktiver Datei suchen. Und dann sehe ich, ja, ich habe der Mod ist noch gepackt. Das hier ist eine Warning von Giants, die Giants nach 2 Jahren immer noch nicht gelöst hat. Und hier habe ich meine eigene Warning, dass der Unload-Trigger ein Invalid-Fill-Type hat. So, das ist das ganze Geheimnis. So, jetzt sage ich, das hier ist jetzt mein, ne, jetzt will ich nicht modden, also ich war ja gerade, ne, nenne ich den um in Mods Modding. Man sollte natürlich auch keine Dateien mehr offen haben, die da drin sind. Und jetzt möchte ich die Galgenwerk spielen, dann benenne ich den Ordner Mods Galgen wieder um in Mods. Und wenn ich jetzt den Farming Simulator wieder starte, werden wir sehen, dass mein Save Game von der Galgenberg wieder ladbar ist. Weil jetzt im Mods-Ordner die Galgenberg mit allen Mods, die ich dafür benötige, wieder aktiv habe. Ich will euch aber nicht verschweigen, jede Methode, wie man das macht, ob nun über Profile oder über Mod-Ordner, hat Vor- und Nachteile. Ihr jetzt hier seht, da der hier auf der Elm Creek ist, kann ich den immer noch starten. Der hier ist auf der Galgenberg, den kann ich jetzt ganz normal starten. So. Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass ich, wenn Updates von DLCs kommen, keine Handlung erforderlich ist. Und natürlich, wie bei allen, ich habe die Mods voneinander getrennt, kann also entweder Modding betreiben oder spielen auf verschiedenen Karten. Vor allen Dingen auch hilfreich, wenn man zum Beispiel mit Freunden auf einem Server spielt und spielt da, sagen wir mal, die Hof Bergmann mit einer angepassten Precision Farming. Und lokal spielt man aber die Ostseeküste mit keiner angepassten Precision Farming. Das ist dann ein
ein Problem, dass wir in beiden Mod-Ordnern haben wir dann die gleichen Mods drin. Aber sie sind eigentlich unterschiedlich. Und dieses Problem löst sich dadurch. Ich kann auch angepasste Mods vom Server haben, die ich dann lokal für mich nicht angepasst habe in meinem Singleplayer-Spielstand. Für Modder, es ist einfach, es lädt schneller und man kann sich fokussieren, ne? Man fokussiert sich auf das, was man gerade moddet. Eigene Mods sollte man sowieso immer auf der Standard-Map machen, weil die einfach dann kleiner sind und schneller, ne, schneller laden als irgendwelche Mod-Maps. Wenn der Mod aber für eine bestimmte Mod-Map ist, dann sollte man nur die in diesem Ordner drin haben. Es ist relativ simpel, weil man benennt die Ordner einfach um. Man muss auch nicht unbedingt was kopieren. Man kann natürlich auch die Sachen irgendwo anders hin tun und dann einmal immer kopieren. Aber das Ganze hat auch Nachteile. Nachteile ist, ich habe natürlich nur eine Keybinding. Heißt, die Steuerung ist auf allen gleich. Jetzt werden einige sagen, ja, aber das ist doch eigentlich gut. Dann brauche ich mich nicht an unterschiedliche Steuerungen zu gewöhnen. Ja, aber in der Steuerung stehen natürlich auch jede Menge Steuerungen von Mods, die ich irgendwann mal gehabt habe oder die ich nur auf dem eigenen Spielstand habe. Bedeutet, das Ding ist wesentlich voller. Ein weiterer Nachteil ist, ich habe zum Beispiel hier in der Ostseeküste den Autoloader mit drin. Und ich habe aber auch hier in der Galgenberg den Autoloader mit drin. Wenn es jetzt vom Autoloader ein Update gibt, dann muss ich das bei beiden separat installieren oder im aktuellen eben runterladen und in die Mod-Ordner rein kopieren, wo ich dieses Update auch haben will. Das klingt jetzt nach, ja, ne, irgendwie logisch, aber man muss daran denken. Und man muss auch bei jedem, ne, dieses ist allerdings auch bei der Profilmethode so. Man muss daran denken, dass man die Sachen umbenennt, bevor man den Landwirtschaftssimulator startet, denn danach geht es nicht mehr. Ansonsten muss man wieder zurück. Man erkennt nur, dass man im Fall den falschen Mod-Ordner hat für den Singleplayer, wenn das Symbol nicht da ist, oder für den Multiplayer, wenn man nicht connecten kann, weil einem die Sachen fehlen. Ansonsten ist dies die einfachste Möglichkeit, mit sauberen Mod-Ordnern Modding zu betreiben oder einzelne Karten zu spielen. Im nächsten Video zeige ich euch dann die sogenannte Profilmethode, wie man das Ganze über Profile macht. Ja, ist schon wieder ellenlang geworden, das Video. Dabei wollte ich mich kurz fassen, aber es ist nun mal, wie es ist. Ich danke euch fürs Reinschalten und schaltet auch gerne mal in das Video rein, wie das Ganze über Profile geht. Profile haben Vor-, aber auch Nachteile, genau wie diese Methode. Ich persönlich benutze allerdings die Profilmethode, weil ich dadurch einzelne Ordner komplett mit Steuerung und Screenshots und Save Games und allem habe und nicht immer dran denken muss, irgendwas umzukopieren. Aber das beim nächsten Video. Danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss.